Willkommen zu meinem neuen Video. Heute seht ihr noch einiges vom Teil 1 auch vom Update, also was ich da noch so gemacht habe. Ich bin in den Shop rein, ich habe was runtergeladen, Spiele und was weiß ich nicht alles. Und dann kam auch noch Teil 2 des Updates. Das zeige ich euch, glaube ich, auch. Mal gucken, ich weiß gar nicht, wie viel Material das ist. Vielleicht muss ich es auch nochmal aufteilen. Das werdet ihr gleich sehen. Aber letztendlich geht es um das Update 3.0. Ihr seht, wie das weiterhin abgelaufen ist. Ihr habt es ja letzten Sonntag gesehen, wie so der Anfang war mit dem Teil 1, wo der Bildschirm schwarz blieb und so. Ganz, ganz kleine Schwierigkeiten. Bin ich halt nochmal ausgestiegen, wieder eingestiegen. Dann ging das halt weiter. Ich konnte mich anmelden. Alles ganz gut. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich die S-Pin auch gefilmt habe. Aber das habe ich ein paar Mal gelesen. Da möchte ich euch auch Infos zu geben. Die S-Pin habt ihr irgendwann mal, als ihr den Account bei Volkswagen gemacht habt, habt ihr diese S-Pin irgendwann mal vergeben. Vielleicht bevor euer Update kommt, wenn ihr das noch schafft, wenn es nicht schon da ist, könnt ihr mal schauen auf My Volkswagen und euch da mal einloggen und mal gucken, da gibt es irgendwo in den Einstellungen eine S-Pin. Vielleicht könnt ihr die ja schon mal erneuern, zurücksetzen oder wie auch immer, damit ihr diese S-Pin habt, weil wenn ihr euch angemeldet habt und ihr steigt ins Auto ein, braucht ihr einmal die S-Pin, um das Ganze zu bestätigen. Ich hatte sie noch in meinem Kopf, aber das hätte auch schief gehen können. Dann hätte ich auch nicht gewusst, welche das ist und dann hätte ich sie erst zurücksetzen müssen und so. Ja, das sind alles so Sicherheitssachen. Ja. Aber ich habe es euch ja jetzt gesagt, vielleicht, wenn ihr das Update noch nicht habt und ihr bekommt es bald, dann guckt euch mal die S-Pin an. Alles klar, dann jetzt viel Spaß mit den nächsten Infos zum Update 3.0 und ja. Bis zum nächsten Sonntag. Ach so, bis zum nächsten Sonntag. Ich verabschiede mich eigentlich, glaube ich, immer noch mal. Ne? Naja, also viel Spaß. Mit einem ganz kleinen Problemchen. Wir gehen mal in den Shop. Und ja, ich weiß nicht, war das schon der zweite Teil eben? Das war ja, das ging ja ruckzuck, ne? Gut, ja. Ist ja gut, die Sprache des Landes. Ist ja gutes Internet hier gewesen. Zur Nutzung des Shops werden die in Ihrer Volkswagen-ID gespeicherten Daten benötigt. Scannen Sie den Code oben, erteilen Sie die Zustimmung im Browser. Okay, jetzt geht das wieder los. Okay, aber diesmal schalte ich euch nicht weg. Ich denke, das kriege ich auch so hin. Zack, so, Moment. Könnte ein bisschen jetzt schwanken. Ah, jetzt ist er wieder weggegangen, der QR. Moment, so, ich muss ganz schnell auf die Webadresse klicken. So, ihr könnt weiterhin den Bildschirm sehen. Und hier steht dann einfach Zugriff erlauben. Bei mir hier. Und dann muss ich auf dem Handy auf Erlauben klicken. Habe ich hier getan, seht ihr? Da rödelt er. Und dann sollte irgendwann, hoffentlich, zustimmen und weiter hier noch, irgendwelche Datenschutzdinge. Dann nochmal Einwilligung in die persönliche Gestaltung der digitalen Services, auch zustimmen, auf dem Handy parallel. Und dann sollte hoffentlich das Ganze hier auch wieder weggehen, oder? Ich habe alles zugestimmt. Ich habe allem zugestimmt. Aber hier auf meinem Autobildschirm passiert erstmal nichts. Den Zugriff jederzeit Volkswagen-ID widerrufen. Nein, das möchte ich nicht. Das ist ja sehr sonderbar. Okay. Ich mache das Ganze nochmal. Erneut versuchen. So, Kamera bereithalten für den QR-Code. Ah, könnt ihr mich da sehen? Ach nee. Okay. ich muss es nicht nochmal machen. Ich musste zustimmen und dann selbstständig auf Erneut versuchen klicken. Also, wenn ihr in den Shop reingeht und ihr habt da. Es geht nicht von alleine weiter, dann macht ihr einfach erneut versuchen und dann geht es. So, vConnect Plus, 0 Euro. Ich weiß nicht, was das ist. Gehe ich mit euch rein? Mit dem Paket vConnect Plus für ID-Familie erhalten Sie zusätzlich mobile Online-Dienste, um Ihr Fahrzeug von Online-Informationen für die Navigation und Ladestation über eine Online-Sprachbedienung bis hin zum Webradio. Nach der Registrierung für vConnect Plus für die ID-Familie stehen Ihnen mobile Online-Dienste in Ihrem ID für 3 Jahre zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem die intelligenten Navigationsdienste mit nahezu Echtzeitinformationen, wie zum Beispiel Online-Verkehrsinformationen und Ladestationen. Mit Ihrem Smartphone und Ihrer vConnect ID-App als Fernbedienung steuern Sie hilfreiche
Fahrzeuginformationen, Fahrzeugfunktionen wie das Starten und Stoppen von Ladevorgängen und können Abfahrtszeiten und ihre Wohlfühltemperatur einstellen. Durch das Webradio werden Sie während der Fahrt zudem bestens unterhalten. Das nehme ich natürlich. Ich habe einfach mal zur Bestellung geklickt. Will ich haben, will ich haben, will ich haben. Ja, so. Bitte geben Sie Ihre Rechnungsadresse ein. Okay, das, ja. Muss ich jetzt wieder schwärzen? Toll. Egal. Ist nicht so schlimm. Es wird geschwärzt. Habe ich wieder mehr Arbeit. Also hier steht halt meine ganze Adresse und der ganze Quatschkram. Wobei, die wisst ihr sowieso alles. Wahrscheinlich. Aber ich schwärze sie trotzdem. So, Ländervorwahl. Ländervorwahl. Hier müssen wir die Ländervorwahl auswählen. Das ist die plus 49, falls das jemand nicht weiß. Gibt es natürlich auch hier von mir die Info aus erster Hand. Ländervorwahl plus 49. Und die Telefonnummer gebe ich jetzt mal ohne euch ein. Sonst muss ich die auch wieder schwärzen. Keine Lust. So, ich habe meine Telefonnummer eingegeben und ja, das ist halt der Bestellvorgang. Jetzt ist halt die Frage, wie geht das hier weiter? Wahrscheinlich hier unten auf dem kleinen Pfeil, würde ich mal sagen. Ja, der kleine Pfeil und jetzt steht wieder, bitte warten. Ja. Laufzeit 3 Jahre steht hier. Muss ich auch wieder schwärzen, da oben meine Adresse. Ach, das ist wieder viel Arbeit. Okay, aber für euch mache ich das gern. Kein Problem. Es wird auch schon wieder warm hier. Es ist nicht mehr minus 11 Grad im Auto. So, dann gehe ich auf Bestellen. Ich muss die Nutzungsbedingungen natürlich. Ja, ich muss natürlich die Geschäftsbedingungen akzeptieren. Das mache ich doch gerne. Jo, also ich muss sagen, das werden einige Videos noch mit Update 3.0. Zurück zum Shop. So, wir gehen wieder zum Shop. VConnect Plus habe ich. In Bearbeitung steht da noch. Ja, sehr gut. Es gibt noch Fahrzeugservice. Das weiß ich nicht, was es ist. Das ist für mich erstmal am uninteressantesten. Wir gucken uns jetzt gleich dann nochmal den Rest hier an. Ich gehe dann noch auf VCharge. Was ist das? Mit der In-Car-App VCharge finden Sie passende Ladestationen in der Umgebung am Zielort. Die kennen wir schon. Um die passende Ladestation zu finden, bietet die In-Car-App folgende Funktion: übersichtliche Darstellung der Ladestation, Softwareaktualisierung verfügbar. Okay, kommt jetzt der zweite Teil? Ja, unterbrechen wir kurz den Shop. Ich sag mal okay. Ich hatte ja auch gedacht, dass der zweite Teil was Längeres ist. Ach, das andere war nur das Bordbuch. Haha. Die Aktualisierung ist kostenlos und läuft im Hintergrund. Wenn Sie aussteigen, wird die Aktualisierung pausiert. VConnect, bei VConnect anmelden. Für Fahrzeuge mit der Version bla bla bla. Diese Aktualisierung beinhaltet wichtige Sicherheitserweiterungen. Fahrzeugabversion, keine Fehlerbehebung. Ich gehe mal auf Aktualisieren. Kann nicht viel passieren. Ach, das geht ruckizucki. Das ist schon dreiviertel durch. Ihr seht unten Balken. Ich finde es gut, dass man Balken sieht, weil ich kenne das selbst auch von mir, dass ich so Sachen, wo kein Balken ist, finde ich immer sehr beunruhigend. Wobei Sachen mit dem Balken, wo der hinten durchläuft und bleibt dann 15 Minuten da stehen, kann auch beunruhigend sein, was hier nicht passiert ist. Die Aktualisierung ist abgeschlossen, was immer das auch war. Also nicht so wichtig. Hier haben wir wieder 2 Nachrichten. Softwareaktualisierung. Alles durchgelaufen, sehr gut. Wir gehen wieder in den Shop zurück. Ich wollte ja nur einen groben Überblick machen. Jetzt wird es dann doch ein bisschen länger. So, bis 18.12.2025 habe ich die VCharge. Nee, wie hieß es hier? Nochmal zurück. VConnect Plus bis 18.12.2025. Also wenn ihr das später aktiviert, dann habt ihr es länger. Vielleicht, wenn man es nicht braucht, dann vielleicht erstmal noch ein bisschen warten oder so, ein paar Wochen. Gut, VCharge, unbefristet bestellen und installieren. Die Geschäftsbedingungen wieder. Ach, Mensch, ich muss immer scrollen. Geschäftsbedingungen akzeptieren. Fehlercode. Leider können die benötigten Daten gerade nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es später. Okay. Ich versuche es trotzdem. Okay, das geht gerade nicht. Vielleicht aber auch, weil ich diese Wii-App... Habe ich die schon? Nee, habe ich nicht. Okay. Also, ihr seht, ein Fehler. In Bearbeitung steht hier aber. Okay.
dann lassen wir das einfach mal erstmal. WeConnect. WeConnect. Okay. Mit dem Paket WeConnect für ID-Familie steht Ihrem Volkswagen unentgeltliche Online-Dienste für Ihr Fahrzeug zur Verfügung. So können Sie etwa über die WeConnect ID-App die letzte Parkposition einsehen, Informationen zum Fahrzeugstatus aufrufen. Nach Registrierung für die WeConnect für ID-Familie stehen Ihnen mobile Online-Dienste in Ihrem ID zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem der Fahrzeugservice, der Fahrzeugstatus oder auch die letzte Parkposition. Mit Ihrem Smartphone und Ihrer WeConnect ID-App können Sie unterwegs zum Beispiel prüfen, ob Ihr ID aufgeladen ist und die Türen verriegelt sind. Voraussetzungen und Details. Der Nutzer benötigt bla bla bla, ein Konto und so weiter. Familie wird über die integrierte Internetverbindung und damit innerhalb Europas anfallenden Datenkosten. Ja, okay, also hier stehen dann alle möglichen Regeln und so weiter. Man kann das Ganze dann noch personalisieren. Personalisierung, was gibt's denn da mit der Funktion? Ach so, hier sind die ganzen Funktionen erklärt. Okay, dann gehe ich mal zur Bestellung. Jo, der Shop ist auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Und ich denke, da wird es auch demnächst dann noch mehr Sachen geben. Mal gucken, ob hier jetzt ein Fehler kommt oder ob das hier einfach weitergeht. Bei dem anderen kam ja ein Fehler. Vielleicht braucht man erst das hier. Man weiß es nicht. Also hier ist es auf jeden Fall gut gelaufen. Okay, und bei WeCharge steht jetzt wieder Installation verfügbar. Und beim unteren steht in Bearbeitung. Mache ich auch noch mit euch nochmal. Wir können es ja gucken. 2,6 GB. Größe der App 2,7 MB. Ah, okay. Ich habe noch 2,6 GB Speicher. Ist ja auch interessant. Dann kann man ja so viel nicht installieren. Ne? So, hier gehe ich nochmal auf Installieren. Bei WeCharge, wenn es nicht funktioniert, dann machen wir es nicht nochmal. Dann geht's im nächsten Video weiter mit dem Update 3.0. Ich werde auf jeden Fall einen Roadtrip machen. Ich fahre am 26.12. nach München. Da werde ich euch mitnehmen. Da werde ich auf jeden Fall navigieren und alles und euch meine Erfahrungen weiterhin zeigen. Ich werde euch alles zeigen, was ich wirklich hier feststelle an Schwierigkeiten oder irgendwas. So, ich habe jetzt WeCharge installiert. Diesmal kam kein Fehler. Also die Meldung, versuch's später noch einmal, war wirklich auf nicht viel später ausgelegt. Vielleicht auch auf die Reihenfolge. Darf WeCharge Ihre Standortdaten nutzen? Ja, gerne. Ist gar kein Problem. Da habe ich überhaupt keinen Klemmer mit. Okay, die WeCharge-App wird sich öffnen, wie es aussieht. Wahrscheinlich muss ich mich da wieder anmelden. Es gibt ein Problem. Ja, ja, okay. Das scheint nicht so stabil zu laufen. Aber die hatte ich ja schon mal, die WeCharge-App. Und die ging eigentlich relativ gut. Vielleicht ist es hier auch irgendwie gerade gestört. Man kennt das ja von Apps, auch die man auf dem Handy hat oder so. Manchmal gehen die einfach nicht. Und beim nächsten Start geht es dann wieder. So wie es eben auch mit der Installation war. Ne? Okay, also hier geht's im Moment nicht rein in die WeCharge-App. Ich werde mal noch in den Shop gehen. Da gab's ja noch was. Ja, okay, das Video ist jetzt ein bisschen länger, aber okay, wir haben jetzt hier einen Haken auch bei WeCharge, bei WeConnect. Und wir gehen nochmal auf Spiele. Spiele, was haben wir denn da? Verkürzen sich die Wartezeit, wie etwa während des Ladens Ihres E-Fahrzeugs mit Spielen aus den 90er Jahren. Die Spiele-App bietet Ihnen Klassiker wie Solitär oder Schach auf dem Screen Ihres Infotainment-Systems. Will ich auch haben, weiß ich nicht, ob ich das nutze, weil ich meistens, wenn ich Pause mache, auf Toilette gehe, was esse oder sonstige schöne Sachen mache. Toll, jetzt muss ich wieder schwärzen. Ja, aber nicht so schlimm. Bestellung und installieren. Schauen wir mal, ob das wieder fehlerfrei läuft. Wir haben jetzt noch minus 9 Grad. Ich habe auch nur noch 48% im Akku. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Okay, dann war's das. Zurück zum Shop. Die Spiele habe ich bestellt. In Bearbeitung. Während das in Bearbeitung ist, gehen wir wirklich auch noch mal kurz auf Fahrzeugservice. Was ist das denn? Die Inka-App informiert Sie über den Servicebedarf Ihres Fahrzeugs und bietet Ihnen Kontaktmöglichkeiten zu Ihrem favorisierten Servicepartner. Ja, komm, nehmen wir auch mit. Service ist immer gut. Kann man nie genug haben. Vielleicht geht es dann wirklich auch hier, wenn man irgendwo stehen bleibt, muss ich wieder schwärzen. Ja, Bestellung und Installieren machen wir auch. Mal gucken, ob zwei Sachen gleichzeitig installiert werden können. Also ich bin auf jeden Fall recht begeistert bis jetzt. Ich mag das, Shop und so, das finde ich alles schon mal gut. Was natürlich wichtig ist, ist die Navigation.
Und das werden wir uns gleich noch ganz, ganz grob einmal anschauen. Navigation. So, schauen wir uns mal ganz grob an, die Karte. Und hier sehen wir die Karte. Und jetzt würde ich einfach mal in die Suche gehen und gebe hier einfach mal München ein. Wo ist denn das? Da, ne? Genau. München, 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 München. Mal gucken, ob er das schnell findet. München, Bayern, Deutschland. Oh, das müsste das Richtige sein. So, ich habe nur 48% im Akku. Ich bin gespannt. Ich sag einfach mal Start. Komm, fahr mal los. Da machen wir gleich mal den Test. Was er hier so erzählt. Route wird berechnet. Fahren Sie relativ schnell. Also ich muss sagen, die Route hat er relativ schnell. Mehrere notwendige Ladestops. Okay, ich habe nur 48% im Akku. Ich habe 119 Kilometer Reichweite damit nur, weil ich bei minus 11 Grad und so immer gefahren bin. Ich bin auch Autobahn gestern gefahren. Und da bin ich auch nicht langsam gefahren. Und deswegen natürlich. Okay, was bietet er mir an? Aral Puls in 52 Kilometer Entfernung. Ich glaube, das ist sehr, sehr weise von ihm. Weil ich habe halt, wie gesagt, nur 119 Kilometer Reichweite. Das könnt ihr hier nochmal sehen. 119. Ja, ich habe viel verbraucht, weil es kalt war und ich schnell gefahren bin. So, dann bietet er mir an, in 193 Kilometer, wieder eine Aral Puls mit 300 Kilowatt. In 325 Kilometer Entfernung, New Motion, 175 kW und dann eine Aral Puls nochmal in 300 mit 300 kW in 434 Kilometer Abstand. Und ja, 7 Stunden 50 sagt er, ja, okay, das ist natürlich jetzt alles, ja, etwas, was ich nicht machen würde. Ich würde natürlich auf jeden Fall, natürlich auf 100% aufladen. Wir gehen mal hier ins Setup noch kurz. Da machen wir einfach nochmal Zielführung, Routenoptionen. Da sind ja interessante Sachen. Autobahn meiden wollen wir nicht. Ladestopps automatisch hinzufügen. Vignettenpflicht, Straße meiden wollen wir nicht, aber da habe ich eine Erfahrung gemacht. So, Reichweite am Zielort, 40 Kilometer, 30 Kilometer, reicht eigentlich. Restreichweite auf der Route, 30 Kilometer reicht auch. Würde ich erstmal so lassen, natürlich. Recharge-Bezahlarten würde ich nehmen. Kann man hier nicht noch so Ionity und sowas einstellen? Nee, das ist nur Bezahlart. Okay, schade. Aber Recharge-Bezahlart, das will ich auf jeden Fall. Ich habe ja die Recharge-App. Autobahnen brauchen wir nicht, Mautstraßen, Fähren, zusätzliche saisonale beschränkte. Okay, nee. Gehen wir wieder auf die Karte. Gut, alles klar. Im Groben habe ich euch gezeigt. Ich habe die 3.0 relativ problemlos bekommen. Einmal hatte ich hier kurz einen schwarzen Bildschirm, bin ich wieder ausgestiegen. Keine Ahnung, vielleicht hätte sich das auch noch beruhigt. Ich war aber nicht geduldig genug. So, ihr habt gesehen, ich habe die 3.0. Ich bin begeistert, das hört ihr auch. Und ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, mit der 3.0 endlich dann zu fahren nach München und dann einfach mal diese Navigation zu benutzen und wirklich auch an die Ladesäulen zu kommen, an die ich möchte. So, es ist der zweite Teil vom Update auch gekommen. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn der zweite Teil durchgelaufen ist. Was er hoffentlich ist, das werden wir gleich sehen. Einfach mal einsteigen, steht wieder Störung, Fahrzeugbeleuchtung, ja. Alles super, fehlerdynamisches Kurvenlicht und so weiter, das kennen wir ja alles schon. Das kommt natürlich, weil das Update gelaufen ist. Das ist eher ein gutes Zeichen. Dann schauen wir mal, wie er hier hochfährt. Okay, willkommen. Das sieht ganz anders aus als vorher, ne? Immer mit dem Willkommen, mit persönlicher Anrede. Ja. Springt wieder auf meine Farbe, grün. So, dann schauen wir mal. Also eine Meldung, dass das Update durchgelaufen ist, habe ich jetzt nicht bekommen. Doch. Ah, okay. Systemaktualisierung abgeschlossen. Das ist OUE6-50. Zum Abschließen der Systemaktualisierung wird für kurze Zeit eine Internetverbindung hergestellt.
Okay, das kann er gerne tun. Und dann schauen wir mal, was noch passiert, ob noch irgendeine Meldung für irgendetwas kommt. Es sieht nicht so aus. Ich habe immer noch diese Lichtstörung. Das beunruhigt mich erstmal nicht. Ich schau mal, das wird sicherlich noch. Entweder ist es beim nächsten Start wieder weg oder das kommt gleich noch, weil das Auto natürlich immer eine Weile braucht, um das Update abzuschließen. Was steht denn jetzt in den Infos hier? Systeminformationen. Auf Werkseinstellung zurücksetzen kann ich nicht. Ah, ich habe eine neue Navigationsdatenbank 2212. Die ist also auch mitgekommen. Da hatte ich ja nur 21 irgendwas. Ja, hat öfter mal nicht so geklappt, wie es sollte anscheinend. Gut, was jetzt mit dem Licht ist oder so, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich einmal mal die Zündung einschalten. Mache ich einfach mal. Ah ja, dann geht das Licht auf jeden Fall an. Das sehe ich schon mal. Ist auch auf Auto gestellt. Und wir bekommen hier eine Nachricht. Spiele, Sie können diese App im Shop installieren. Hatte ich das nicht schon mal? Ah, irgendwie hat das, glaube ich, nicht so ganz geklappt. Wir gehen noch mal gerne in den Shop rein. Und dann schauen wir mal, ob der überhaupt startet. Das war ja immer so ein bisschen schwierig, ganz am Anfang. Nach dem Update direkt. Und schauen wir mal. Ja, da steht jetzt wieder Installation verfügbar. Das war nämlich auch gestern die einzige App, die nicht erschienen ist, von denen, die ich installiert habe. Ihr seht, ich habe hier überall grüne Haken. Dann tun wir uns die Spiele auch noch mal an. Ich weiß nicht, ob ich die so oft spielen werde, aber warum sollte man sie nicht installieren? Ist ja nicht so schlimm, kann man ja ruhig mal machen. Die ist 20 MB groß, 2,6 GB ist der verfügbare Speicher. Das habe ich ja schon mal gesagt, aber das ist ja auch eine Info, ne? Die man sonst so nicht hatte. Okay, also, die App ist drauf. Ich gehe mal kurz hier noch hin. Spiele wurde installiert, okay. Dann müssten wir ja hier jetzt eine neue Kachel haben. Jo, die haben wir. Schauen wir mal kurz rein, was da so steht, was da so angeboten wird und ob sie überhaupt startet. Ja, doch. Okay. Man hat hier ein paar Spiele: Solitär, Schach, Wortsuche, Memo Deck und VW Go. Alles klar, ja. Wollen wir jetzt nicht ausprobieren, aber ja, also, der Teil 2 vom Update 3.0 ist also auch durchgelaufen. Was ich auch festgestellt habe, ist mit dem neuen Update, dass ich hier jetzt zum Beispiel 4,1 Kilowattstunden verbrauche pro Stunde. Das ist halt die Klimaanlage, ne? Und vorher war es ja immer so, dass hier was von 8 oder 9 Kilowattstunden stand, weil der eben die Batterie vorgeheizt hat. So, das ist zum Beispiel etwas, was ich echt gut finde, so weniger verbraucht. Hier unten seht ihr jetzt, das habe ich noch mal mir angeguckt. Ich wollte euch das ja noch zeigen. Hier, wenn ich dahin gehe, dann kommen hier mehr Sachen, unter anderem hier dieses Zeichen. Da seht ihr auch so einen grünen Punkt, weil ich hier schon einen Filter reingesetzt habe. Genau an dieser Stelle ist eben, ach, das kann ich mal auf Automatik stellen. Ich habe das immer ganz gerne, wenn das selbstständig auf Nacht und Tag umschaltet, also wenn ich mal einen Tunnel fahre, dass es dann entsprechend die Helligkeit oder irgendwas verändert. Hier weiß ich gar nicht, was das da ist für ein Zeichen links. Keine Ahnung, weiß das jemand von euch? Lautstärke, Navigationsansagen. Genau, so Mittel, ne? Aber was ich hier vor allem festgestellt habe, ist hier Reichweite ist klar. Das wollen wir auf jeden Fall wissen. Und hier haben wir Ionity. Freie Ladestationen. Ja, das finde ich jetzt nicht so wichtig. Alle, ja, kann man ruhig lassen, weil wenn ich auf die Autobahn fahre und ich habe Ionity und VCharge Bezahlart hier als Favoriten, dann wird er mir wahrscheinlich nichts anderes anzeigen. Ich habe gerade wieder nur 178 Kilometer Reichweite. Also wenn ich jetzt hier nochmal München eingeben würde, würde das natürlich wieder nicht so sein, wie man das erwartet. Ach so, ich könnte das ja auch mal per Sprache machen, ne? Das könnte ich ja auch mal machen, indem ich einfach sage, Hallo ID, navigier mich nach München. Meinten Sie Übigau, Warenbrück, München? Nein.
Sie können einen Eintrag oder eine Zeilennummer nennen oder sagen Sie zurück. 3. Zeile 3. Was er da jetzt verstanden hat, das weiß ich nicht. Aber das probiere ich gleich nochmal, weil ich glaube nämlich, dass die Navigation besser geworden ist. Also die, nee, die Navigation nicht, die sowieso. Die Spracheingabe ist halt besser geworden. Ich habe festgestellt, dass das schneller geht, ja. Das waren gerade übrigens, ich habe mitgezählt, 5 Sekunden. Finde ich relativ gut. Schauen wir mal, der wird Ionity jetzt nicht drin haben, weil das macht jetzt keinen großen Sinn. Wenn ich keine 100% habe, dann schaut er mir hier andere rein. Aral Puls und so. Also ja, mal gucken, wie das dann mit 100% ist. Werden wir sehen. Ich will jetzt aber nochmal euch nämlich zeigen, dass das schneller geworden ist. Mal gucken. Hallo ID, Sitzheizung aus. Okay. 2 Sekunden. Finde ich relativ schnell. Wir versuchen aber jetzt nochmal. Hallo ID, navigier mich nach München. Meinten Sie Bad Berka, München? Zeile 5. Zeile 5. Okay, München, Zentrum. Gute Fahrt. Warum sagt der Bad Berka? Keine Ahnung. Verstehe ich ja nicht. Also, da gibt es noch Potenzial, ne? Würde ich mal sagen. Ich mach bitte mal trotzdem fahren, Start. Nein, und wieder Route. Weg. Ja, tschüss. Ja, ja, Ladestopps. Also, wir geben ihm noch eine Chance. Ich sag mal München Zentrum. Hallo ID. Navigier mich nach München Zentrum. Meinten Sie Turm München? Zeile 3. Zeile 3. Okay, München, Zentrum. Gute Fahrt. Okay, sehr interessant, sehr interessant. Ja, also, es funktioniert besser, aber es gibt immer noch Verbesserungspotenzial auch hier. Aber er gibt mir die gleichen Ladestationen. Das gefällt mir. Das ist gut. Okay. Ja, also ihr habt es gesehen, Navigation, hier könnt ihr es auswählen, wenn ihr Ionity bevorzugt, allerdings macht er euch das dann nur, wenn das auch irgendwie möglich ist. Also ist natürlich Blödsinn, hier mit 177 Kilometer Reichweite loszufahren, dann braucht er halt früher eine Ladestation und dann macht er entsprechend die Abstände. Und wenn da kein Ionity ist auf dieser Strecke, dann ist das so. Dann versuchen wir doch nochmal einen anderen Ort, vielleicht mag er ja München nicht oder so. Hallo ID, navigier mich nach Freiburg im Breisgau. Okay, Freiburg im Breisgau, Zentrum, gute Fahrt. Okay, also hier klappt's besser. Der mag München nicht. Hier, bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Hier fügt er natürlich Ihre auch wieder Route enthält mehrere Ladestopps ein. Eine schon nach 116 Kilometer Charge Cloud. Okay, wir machen einfach mal weitere Ladestationen. Das kann man ja jetzt hier machen. Da gibt es auch ein paar Treffer. Machen wir doch einfach mal, keine Ahnung, nehmen wir einfach mal die hier und sagen hier laden. Ersetzt er die dann? Sollte er eigentlich, oder? Ich denke mal. Wir werden es gleich sehen. Ja, man muss so ein bisschen rumprobieren, wie das ganze System hier funktioniert. Wenn man das, glaube ich, einmal raus hat, dann wird man hier ganz locker die Route planen können und auch Ionity-Stationen mit bitte in die Route zur aufnehmen Route. Können. Ihre Route enthält mehrere notwendige Ladestopps. Gut, jetzt habe ich hier nämlich nach 71 Kilometern habe ich eine Ionity drin. Und nicht mehr diese Stadtwerke-Cloud-Dingsbums. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das könnten wir jetzt mit dieser hier auch noch machen. Weitere Ladestationen? Keine Ahnung. Schafft er die hier 200 Kilometer? Ich nehme mal die. Einfach mal hier laden. Und dann gucken, ob er das ersetzt wieder. Und ob wir dann 2 Ionities haben. Das dann bitte entsprechend fahren Sie passt. Zur angezeigten Route. Ihre Route enthält mehrere ja. notwendige Ladestopps. Jetzt haben wir hier 2 Ionities drin. 71 und 226. Jo, das passt doch. Super. Ja, genau. Das war's. Okay. Also, das soll es gewesen sein. Erstmal von meinem Video. Ihr habt jetzt gesehen, auch Teil 2 ist gelaufen. Ihr habt gesehen Navigation. Ihr habt gesehen den Shop. Und jetzt gehe ich als nächstes auf einen Roadtrip. Und da nehme ich euch mit. Dann schauen wir mal, wie lädt er, wie navigiert er.
wie funktioniert das alles? Sehr gut. Alles klar, bis zum nächsten Sonntag. Ciao.